Willkommen bei Mystica. Heute geht es um die Frage, wie bringen wir Licht und Fülle in unser Leben? Das wünschen wir uns doch eigentlich alle. Und darüber spreche ich mit einem Menschen, der dieses Licht und diese Fülle zunächst einmal in der geistigen Welt erlebt hat und es dann aber geschafft hat, dies mit ins Leben zurückzubringen. Und das ist ein Mensch, der eine Nahtoderfahrung hatte. Dieser Mensch ist die liebe Anke Ewertz. Ich grüße dich. Hallo Thomas, schön, dass ich hier sein kann. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Das ist der zweite Teil unseres Gespräches, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Im ersten Teil erfahrt ihr genaueres über diese spezielle Nahtoderfahrung. Doch nur im zweiten Teil geht es um Licht und Fülle im Leben. Das Ganze geschieht auf Mystica TV. Ja, willkommen. Hallo Anke. Ja, hallo Thomas. Du hast es also tatsächlich geschafft, sozusagen Dinge, die du in einer Nahtoderfahrung in der geistigen Welt erfahren hast, da hat es viel zu tun gehabt mit Licht, mit Liebe, mit Verbundensein zu allem, in dein Leben zu integrieren. Im ersten Gespräch hast du erzählt, das hat schon noch mal 9 Jahre gebraucht, um das alles nach und nach zu verbinden. Und dann war eigentlich dein sehnlichster Wunsch, allen Menschen das beizubringen. Und deswegen bist du jetzt tatsächlich viel unterwegs, bist auch sehr gefragt, gibst Seminare, Vorträge und hilfst uns da ein bisschen hinzukommen, wie wir das tatsächlich schaffen. Denn es klingt so einfach, es klingt so toll, wenn du es erzählst und du sagst, es ist eigentlich ganz einfach und es ist nur eine Entscheidung, dann seid ihr im Licht und in der Fülle. Und trotzdem gelingt es ja vielen Menschen nicht so leicht. Was können wir also tun? Was fehlt uns vielleicht? Darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Und das hilft uns natürlich. Ich glaube, ich kann und werde gar nichts Neues erzählen, denn wissen tun wir es alle. Mhm. Wir wissen, dass wir unser eigener größter Gegner sind. Wir wissen, dass es darum geht, uns hinzugeben und zu vertrauen. Das ist alles im Kopf. Ich glaube, was den Menschen fehlt, ist die Erfahrung. Ihnen fehlt ein Gefühl dafür, was es bedeutet. Und wir alle wollen bestimmte Dinge erreichen. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen friedvoll sein. Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, wie wir dorthin kommen. Das Problem ist, alleine dann schon, wenn wir darüber nachdenken, befinden wir uns innerhalb unseres Verstandes. Ja, und innerhalb dessen, was wir glauben, Verstand zu haben. Genau, ja. Innerhalb unserer Vorstellungen, innerhalb unserer Überzeugungen. Und haben auch nur diesen ganzen Bereich zur Verfügung. Wir suchen also innerhalb unserer bekannten Wirklichkeit nach einer Lösung. Du hast es mal beschrieben als eine Blase, die du auch wirklich so wahrnimmst und wahrgenommen hast. Auch in deinem Leben war es ja früher so. Für mich ist es ein Kokon. Also für mich, ich sehe den Verstand auch wie eine Riesenverstandesblase, in der ich mich befinde. Das, was wir uns aber für unser Leben wünschen und was Erfüllung wirklich bedeutet, existiert außerhalb dieser Blase. Das ist ein Zustand. Ein Zustand der Erfüllung, Erfolg ist eigentlich ein Glückszustand, dass etwas gefolgt ist oder erfolgt ist aus dem, was ich erschaffen habe. Das heißt, für mich ging es zuallererst einmal darum, nichts mehr zu wollen, sondern ich habe dort in dieser Nahtoderfahrung erlebt, dass alles möglich ist und dass ich es mir selbst erschaffe, dass ich mir meine Wirklichkeit selbst erschaffe, meine Realität. Ich habe erfahren, wie sehr wir geführt sind. Und im Leben ging es für mich dann darum, mich dem hinzugeben, also aufzuhören zu wollen, sondern eher zu gucken und zu fühlen, was will denn zu mir? Also was will das Leben von mir? Was will auch die Seele von mir? Was will mein höheres Selbst von mir? Was will die Schöpfung von mir? Mhm.
ich suchte es früher immer im Außen, war da drin sehr aktiv, meinen Gedanken und Vorstellungen. Und das allererste, was sich für mich verändert hat, ist, dass ich da sehr ruhig wurde, nicht mehr gehandelt habe und nichts mehr wollte, sondern eher in eine ganz abwartende Stimmung kam und geguckt habe, was kommt denn jetzt von außen zu mir, also von außerhalb dieser Blase. Also auch ein Zulassen, ein Loslassen von dem eigenen Glauben, nur ich kann mein Leben steuern und so. Ich werde geführt. So? Ja, eine Hingabe. Ja. Wie kann ich denn da unterscheiden zwischen, jetzt wenn du sagst, zwischen der göttlichen Stimme, der Intuition, dem Guten, dem Leben selbst und dann melden sich ja manchmal die Stimme der Angst oder kommt Verstandeskram dazwischen. Wie kann ich das unterscheiden lernen? Durch Beobachten, durch Wahrnehmen? Gibt's Indem Kriterien? Ich mir bewusst werde, dass eine Angst ein Wollen ist. Die Angst will mich vor etwas beschützen. Oder wenn der Denker kommt, der will aber eine bestimmte Richtung. Der will aber bestimmte Menschen nicht. Der will irgendwas erreichen. Wenn ich einfach nur auf diese Tendenzen in mir achte und ein Gespür dafür bekomme, wann will ich denn was? Es hat mit Enge zu tun, mit Intensität, ja? So naja, es ist dieses, oft versuchen wir ja gegen eine Wand zu drücken. Ja, wir wollen Wände weghaben. Ja, genau. Wir wollen eine Krankheit weghaben. Wir wollen ein bestimmtes Gefühl nicht mehr fühlen. Das ist alles Wollen. Die Lösungen für egal welche Probleme sind alle da. Aber wir finden sie meistens nicht in diesem Wollen. Wenn ich dann aber sage, okay, ich habe eine Krankheit, ich habe irgendeine Situation, die sich für mich gerade nicht gut anfühlt, ich kenne die Lösung nicht und mich dann hingebe und einfach sage, gut, ich höre jetzt mal auf zu wollen, ich lasse jetzt mal geschehen, ich lasse mal zu, ich gebe mich mal einer höheren Instanz hin, und bitte darum, zeig mir doch, was wäre deine Lösung? Hilft da ein Gebet? Gibt es da gewisse Mechanismen, die uns helfen? Oder haben wir das auch in uns? So, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, wir haben es eh uns und jeder weiß, wie er sich mit dem Göttlichen verbindet. Ich vermittle keine Tools. Also das, ein Tool wäre etwas, was für mich passt. Ja, genau. Aber du hast etwas, was für dich passt. Das ist richtig. Und jeder hat etwas, was für sich ganz individuell passt. Ja. Der eine betet, der andere meditiert, der dritte sagt, ich muss in die Natur und gehe Wald baden. Es geht eigentlich um ein Prinzip, es zuzulassen. Zuzulassen, dass etwas mit uns spricht, uns Informationen gibt, was wesentlich mehr weiß, als wir mit unserem beschränkten Bewusstsein. Und zum Beispiel Krankheiten, da kommt dann plötzlich eine Information oder man liest einen Bericht über irgendeine tolle neue Therapie. Und dann denkt man, aha, ist ja spannend. Dann schaltet man den Fernseher ein, da kommt eine Dokumentation über so eine Möglichkeit. Ein Freund erzählt davon. Also diese höheren Instanzen werden Mittel und Wege finden, uns einen Wink mit dem Lattenzaun zu verpassen. Die sind sehr geschickt darin, uns bewusst zu machen, guck doch da mal hin. Und dann braucht es wieder meine Bereitschaft, mich mal darauf einzulassen. Ich hatte danach ganz oft das Gefühl, ich stehe auf einem riesengroßen Sprungbrett, 100 Meter hoch, und es war jedes Mal ein, ich lasse mich fallen, ins Vertrauen, also ich gebe meine Kontrolle ab. Und für mich persönlich war es immer so ein, Herr, mach mit mir, was du willst, es ist mir egal, ich will nichts mehr, aber ich weiß, du hast etwas mit mir vor. Ich wusste, dass das alles kein Zufall war, was mir passiert ist. Und ich habe auch heute noch keine Ahnung, wohin es
wohin es mit mir geht, wo also dieser Weg hinführt. Es ist mir auch total egal. Ist ja auch wahrscheinlich offen, weil es auch von deinem Willen abhängig ist und trotzdem gibt es vielleicht einen Plan und ist auch gut, dass wir nicht alles wissen. Und so es ist meine Bereitschaft. Ja, ja. Meine Bereitschaft, mich auf neue Dinge einzulassen, mhm. mein Mut, darüber zu erzählen, das war mhm. am Anfang nicht leicht. Mhm. Meine Bereitschaft auch oder mein Mut, mich von Menschen zu trennen, die mir nicht mehr gut tun. Mhm. Mein Mut, aus meiner Box herauszutreten und mal einen Bereich außerhalb dieser Box kennenzulernen. Und es waren ja 9 Jahre, wie gesagt, oh. die du auch gegangen bist. Du hast gerade das erste Mal das Wort Gott im Munde geführt. Ist es ein Gottvertrauen, das uns auch hilft? Hast du das? Wurde dir das da auch geschenkt oder hattest du das immer schon? Früher war es ein Glaube mhm. an Gott, an diese Schöpfung. Heute ist es ein ganz klares Wissen, mhm. ein Kennen und vor allem ein nichts mehr, was außerhalb von mir existiert. Sondern ich nehme mich selbst wirklich als materialisierte Schöpfung wahr. Und mhm. ich bin Schöpfer meiner selbst. Und es liegt alleine an mir, ob ich den Mut habe, mich auf etwas Neues einzulassen, etwas Neues kennenzulernen, ob ich in alten Fahrwassern bleibe und wohin ich in meinem Leben möchte. Mhm. Mal diese alten Fahrwasser kenne ich gut. erzähle ich mal von mir. Ich bin immer wieder phasenweise wunderbar in diesem Vertrauen und dann auch halt wieder nicht. Ne? Und habe jetzt so das Gefühl, wahrscheinlich muss ich kontinuierlicher dran arbeiten. Obwohl dieses dran arbeiten schon wieder so anstrengend klingt, dass ich merke, du lachst schon. Das kann es auch nicht sein. Das heißt, also es sind ja alte Muster, die oft jahrzehntelang ihre Wirkung tätigten. Zum Beispiel, spreche ich wieder von mir, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gucke ich erstmal einen Film oder noch einen Film. Und das kann es ja auch nicht die Lösung sein. Das spüre ich dann auch. Aber wie komme ich in dieses Füllebewusstsein und bitte auch verliere ich nicht mehr. Aber was kann ich da tun? Und da geht ja, es geht ja vielen Menschen so. Ja, also wenn du sagst, da muss ich mehr dran arbeiten, sind da zwei ganz unangenehme Worte ja, drin. Muss und arbeiten. Und Arbeit. Kein Bock. Aber nichts tun ist auch doof. Bist du dir da sicher? Nein. Bei Muss und Arbeit blockieren wir unbewusst sofort. Ja. Das wurde uns als Kind wurde uns das antrainiert und genau das hat uns aus unserem Flow herausgeholt. Mhm. Aus unserer Verbundenheit. Weil uns beigebracht wurde, du musst und das Leben ist Arbeit. Mhm. Es gibt einen ganz einfachen Weg. Also erstmal ist es ganz natürlich, dass das Leben in Wellen abläuft und dass man mal in einer Zeitqualität ist, die ist, da fließt einem alles zu. Und dass es dann auch wieder diese Täler gibt oder Bereiche gibt, wo du sagst, oh, das wird alles mühsam und plötzlich geht gar nichts mehr. Mein Tipp, oder wenn mir sowas passiert, ist, dass es mir sofort bewusst wird. Mhm. Sobald du also merkst, da gucke ich mir ja gerade schon wieder den dritten Film an, und denselben Film ein drittes Mal. Mhm. Oder so. In dem Moment wird dir ja was bewusst. Also du merkst, da spule ich ein altes Programm mhm. ab. Da bin ich wieder in meinem Muster. Und da setzte normalerweise dann der Verstand ein, der sagte, da muss ich aber raus, das darf ja nicht schon wieder passieren. Nehme ich an, ja, oder? Zum Beispiel. Und ich mache das anders. Bei mir ist einfach nur ein Aha, da bin ich ja wieder im alten Muster. Das ist ja spannend. Und jetzt bleibe ich mal bewusst und schaue mir das an, und während ich bleibe eigentlich ein Beobachter ja. meiner selbst ja. und drücke aber nicht dagegen. Mhm. Ich wehre mich nicht dagegen, mhm. sondern ich bekomme da immer so ein inneres Lächeln und denke mir, ist ja spannend. Und geht dann wieder außerhalb meiner Blase und sagt so, dann zeig du mir doch mal, ja. Um was es im Moment geht. Mhm. Und manchmal ist es einfach nur eine ruhige Phase. Wir haben manchmal Phasen, die fühlen sich an wie Stillstand, werden aber dringend gebraucht in unserem Entwicklungsprozess,
Weil wir ganz viel verarbeiten. Das sehe ich auch so, ja. Auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene. Da war irgendwas ist vorher passiert. Und das will integriert werden. Das will in uns verankert werden. Und da dürfen wir gar nicht großartig abgelenkt werden. Und das fühlt sich dann für uns oft an wie Stillstand. Ja. Ist also nichts Schlimmes und wäre fatal, wenn wir da jetzt dagegen sind. Das zu bewerten, und das passiert dann manchmal auch. Okay, also es geht, vielleicht geht es dann um eine größere Bewusstheit und Wachsamkeit, egal was ich gerade mache. So, genau. Ist das so der erste Schritt? Wirklich wahrnehmen, erkennen durch Erkenntnis und durch die Erfahrung verstehe ich ja auch Dinge. Und dann habe ich immer noch die freie Wahl. Will ich jetzt weiter in diesem alten Fahrwasser leiden? Genau. Oder ist es gar kein Leiden mehr, weil ich den Film jetzt gerade plötzlich genießen kann? Und ja, oder aber einfach immer wieder wach sein. Ja? Wach sein. Wenn also Achtsamkeit ist also eines der Worte heutzutage, nicht ohne Grund. Ja. Und nicht einfach nur ein mentales Wort. Ja. Ah, ich übe jetzt Achtsamkeit. Und da, da, da. Genau, üben ist ja auch schon wieder Arbeit. Und da, was wir uns da im Kopf, mental immer, wir wissen das alle. Ja, ja, ja. Es geht um ein Gefühl. Es geht um eine Erfahrung. Wenn ich in mir spüre, ich kämpfe gegen irgendwas, gegen meinen Partner, weil er mich nervt, oder gegen die Politik, weil ich das alles Mist finde, was die da gerade machen, da spüre ich in mir einen Groll. Ich spüre, dass ich anfange zu kämpfen. Ja. Und das ist das Gegenteil von Hingabe. Und in dem Moment, wo ich das merke, also bewusst, es mir bewusst mache, kann ich sagen, so, stopp. Ich lasse das, weil mir klar ist, ich bin gerade wieder in meiner Verstandesblase oder in meiner Ego-Blase. Ich kann sagen, okay, zeig du mir Gott oder höhere Selbst, was ist für mich wichtig? Und dann brauche ich nur warten. Und es ist total egal, ob ich warte, indem ich mich einfach nur mit Dingen beschäftige, die mir gerade Spaß machen, oder indem ich auf der Couch sitze und mir einen Film angucke. Ich warte dann bewusst auf die nächsten Impulse und die kommen garantiert. Das heißt aber, die Impulse wahrnehmen, da hilft uns natürlich, wenn wir auch Momente der Stille uns immer mehr erlauben und der Sache Raum geben. Schön. Einfach mal nur in der Stille sein und schauen, was ist. Also erstens wach sein, zweitens immer wieder in die Stille gehen. Ist es so? Absolut. Ja. Den obersten Rat, den ich jedem geben würde, ist, sei dir bewusst, wie machtvoll du bist. Also wenn du gegen etwas kämpfst, wirst du diesen Widerstand verstärken. Ja, ja. Das wissen wir alle. Kämpfen ist, aber sei dir dessen auch bewusst. Spür das mal, dass wenn du Groll hast, dass dieser Groll stärker wird. Oder wenn du Angst vor etwas hast, wird diese Angst stärker. Also komm mal ins Fühlen und spür mal, was du da machst. So. Wenn mir das also bewusst wird, dann versuch mal ganz bewusst aus dieser Angst rauszugehen, zu sagen, okay, dann bete ich jetzt zu Gott oder zu meinen Engeln oder wem auch immer und sag, okay, ich habe gerade Angst, hilf mir doch, zeig mir doch, wie ich anders damit umgehen kann. Also versuch mal aus diesem Kämpfen, aus diesem Tun-Wollen rauszugehen. Cool. Und Zeit lassen ist auch schön, was du gerade gesagt hast. Wir sind so beschäftigt, mental beschäftigt alle mit diesen ganzen sozialen Medien oder Fernseher oder was weiß ich, wir lesen dann 5 Bücher quer, so wie ich es früher getan habe. Oder wir kümmern uns dauernd um andere. Wir achten aber nicht darauf, was tut uns gut. Das kann eine Badewanne sein am Abend, das kann mal sein, die Füße hochzulegen. Es kann sein, einen schönen Spaziergang zu machen, bestimmte Menschen zu treffen, bei denen ich mich wohlfühle. Diese gelebte Selbstliebe. Schön. Cool. Ja, jetzt ist es an der Zeit zu verkünden, dass wir gemeinsam einen Online-Kurs machen werden. Oh ja. Wo wir da nochmal in die Tiefe gehen. Weil ich habe einfach das Gefühl, man kann sehr viel von dir lernen, von deinen Erfahrungen. Und du bringst sie auf so eine entspannte, wunderbare Weise rüber, dass man es einfach versteht und man fühlt es auch.
Und dafür danke ich dir zunächst mal. Und wenn ihr noch nicht das Buch gelesen habt, bitte lesen, 9 Tage Unendlichkeit. Eine wunderbare Ergänzung zu unserem ersten Talk und zu diesem Talk. Und ganz wunderbar. Mich überrascht es nicht, dass du so erfolgreich bist, weil du einfach, ich sag mal, die Herzen berührst. Das will ich jetzt einfach mal so sagen. Und vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank dir, Thomas. Alles Gute dir und ich freue mich schon auf unseren Kurs, der wahrscheinlich dann so im Herbst starten wird. Und alles Gute euch, alles Gute Ihnen. Also, öfter mal in die Stille gehen, immer wieder wach sein, beobachten. Das könnten schon erste Schritte sein. Alles Gute. Tschüss.